Ach, immer dieser Smog in dieser Stadt. Oder gehört das zum Ambiente dazu? Willkommen zurück zu Spider-Man Remastered. Und die Stadt sieht... Nee, eigentlich so aus wie immer. Alles gut. Und noch jemand steht in dieser Krise eher schlechter. Bürgermeister Osborn, an so etwas Gefährlichem wie Teufelsatem im Herzen von Manhattan zu experimentieren, ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Was wusste Osborn und wann wusste er es? Die Antwort könnte den Unterschied ausmachen zwischen Wahlniederlage, Amtsenthebung und Knast. Hören Sie weiter auf die einzige Stimme, der Sie in diesen Zeiten trauen können. Auf meine. Das bezweifle ich. Und es wird schon wieder auf mich geschossen. Ja, cool. Das ist das Hallo von New York. Da drüben brennt's. Nice. Okay, wir machen einfach mal weiter mit den Hauptmissionen, denn, Alter, hat er nicht gesagt. Ja, okay, komm. Schon einmal ein Snack für zwischendurch. Ein, zwei Faustbrötchen. Ach, guck mal. Die kommen gerade aus ihrem Transporter raus. Da können sie auch gleich wieder rein. Können gleich wieder einsteigen, Leute. Gar kein Thema. Du kriegst den Gullideckel. Boing. Niemand wird mich hier wieder einsperren! Oh doch. Oh, oh doch. Oh nein, nicht Kief. Kief. Boing. Ich nenne das den Rückenzwier. Oh Gott. Er steht wieder auf. Nee. Dr. Gulli ist dagegen. Dr. Gulli empfiehlt, bleiben Sie liegen. Die gesamte Truppe. Irgendwie süß, dass Sie Ihre Freunde retten wollen, aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. 42. So, und da ist mal wieder die amerikanische Polizei viel zu spät. Naja, aber immerhin da. Okay, ich habe die Nase voll, denn nach so ein paar Sable-Lagern und Flüchtlings... Okay, es ist auch ein Sträflingslager. Okay, mehr so eine Sträflingsbasis, könnte man sagen. Ich habe einfach die Nase voll. Ich mache jetzt die Hauptmission. So. So. So weit habt ihr mich jetzt schon. Weil das... Ja. Muss man das auch erklären? Es ist einfach immer das Gleiche. Du verprügelst einfach immer irgendwelche Leute. Ne? Nicht, dass es irgendwann mal was Schlechtes wäre, aber... wird auch immer mal langweilig. Okay, da verprügel ich nämlich mal lieber Leute in der Hauptmission. Während Leute auf mich mit Raketenwerfern hier schießen. Ach, Leute, please. Please. Da will ich hoch. Darf ich mal. Darf ich mal. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Als hätte ich das nicht geahnt. Vor allem, mein Lieblings-Bagel-Laden braucht mich auch. Was ist das denn? In die Traufe. Aha. Alle Polizei. Ja, natürlich. Von Raft entflohenen geplündert. Wir sind näher dran. In der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. Und das auch noch? Ja, natürlich. Ist sie nicht krank? Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Wieso? Ach, wenn ich da doch Polizisten hätte, könnte er bald schon die Nationalgarde rufen. Ich liebe diese Flugzeuge. Nähere mich okay, dem Revier an der Upper East Side. Gut. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Yuri Watanabe, Herrin der Spannung. Ich wollte gerade sagen. Die Climax, ey. Gerade gesagt, was kommt denn da? Ja.
Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Juri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Die Rechnung könnt ihr aber bezahlen. Ciao. Oh Gott, ich würde... Ja gut, macht man als Held ja eigentlich nicht, aber langsam sollte er tatsächlich mal darüber nachdenken, eine Rechnung zu stellen. Ciao. Der auch. 5 Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen. Noch natürlich. 4 dieser Burschen. Natürlich. Ja, oh, ja. Hier ist mit Nein. Ja, dann schießt. Ja, klar, schieß doch noch ein bisschen mehr auf mich. Ja, ist okay. Ist wirklich okay. Ich bin mittlerweile daran gewöhnt. Ich kann das ab. Kann ich. Was ist mit dem? Kann ich da auch? Du verlässt die Mission. Ich will die Mission nicht verlassen. Ich will auch. Wir haben 2 fertig. Noch 3. Okay. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren nahezulegen. Wer macht sowas? Es wird einfach überall geschossen. Okay. Jetzt hört doch mal auf! Ach. Ja, genau. Los, vom Gebäude. Put, 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 put. Ups. Nicht ich. Jo, die war ja noch 3 Kilometer daneben, aber hey. Oh, oh. Ja, oh nein, der macht den Super Mario Sprung. Die Super Mario Rolle. Okay, was auch immer er da tut. Das geht eleganter. Oder auch nicht. Alter. Ja, genau. Ich bin unverwundbar, Spider-Man. Du kannst mich nicht angreifen, wenn ich das hier mache. Boah! Jetzt reicht's. Wenn ich schummel, kannst du mich nicht angreifen. Gut, noch 2. Waren gerade nicht noch 2? Nee, ne? Boah. Da oben. Ja, und sie schießen wieder auf mich. Mhm. Ja. Ach so, er zieht mich einfach an. Mhm. Oh oh. Darf ich mal? Darf ich mal? Darf ich mal? Ja, er rennt über das ganze Gebäude, nur um mich zu boxen. Ist klar. Die gehen mir langsam so ein kleines bisschen auf den Keks, bin ich ehrlich? Eher auf die ganze Keksschachtel. Ah, komm her. Jo. Tschüss. Klang ziemlich brutal. Sollte auch so sein. Ja, genau. Das kannst du schön vergessen, Kollege. Er macht einfach weiter. Ja, sieht ihn einfach nicht. Er ist einfach zu fett, um zu sterben. Okay, ciao. Ja, und den Müll bringe ich auch noch weg. Nur noch einer. Nur noch einer. Und wo ist der? Oh, warte doch. Oh, da, ja, da unten. Okay. Ich hab mir gerade so gedacht, wäre cool, wenn man mal sehen könnte, wo die stehen. Aber das war wieder zu einfach. Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Ich schau mir das jetzt gerade einfach mal so ein bisschen an. Warte, ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, so, viel besser. Tja, die schießen jetzt erstmal 5 Minuten auf sich und keiner kippt auf irgendeiner Seite um. Das macht überhaupt keinen Sinn. Alle Sturmtruppen. So, dann mache ich mal die eiserne Armee aus. Oder eiserne Arme, besser gesagt. Ist der mir jetzt gerade ausgewichen? Ja, ist der. Ja und ja! Ach, Leute.
die Energie irgendwo anders für einsetzen. Das wäre doch schön, oder? Würdet ihr alle beim Feast arbeiten? Nie wieder Probleme. Nie wieder hungernde Leute. Welthunger beendet. Aber nein. Wir müssen das für das Kriminelle. Ja, danke. In der Stadt wäre ich aber tatsächlich gerne Chiropraktiker. Die ganzen Rücken, die du immer wieder einrenken müsstest. Oh, Milliarden zu verdienen. Milliarden. Alle Einheiten entflohen. Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Komm zur Upper West Side. Wir schützen die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Zur Upper West Side. Zur Upper West Side? Sprach aber, von Miles. Aber. Hey, Pete! May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft sich gut, Mann. Ich kann gerade nicht! Die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Ach, wenn wir doch hier eine Privatarmee hätten, die das alles regeln könnte. Nö. Die können ja auch nichts. Müsste Silver Sable nicht eigentlich alles hier auch... Die Postboten fordern die 25-Stunden-Woche. Oh nein, nicht schon wieder. Guess the reference, please. War ich mir nicht ehrlich... Also, wo ich mir nicht sicher war, ob es wirklich 25 Stunden waren. Ah, es war 25. Ja, der sieht aus wie ein Postbote. Es ist einfach ein kompletter Bürgerkrieg. Rhino ist unterwegs. Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Okay, so ganz lustig ist das nicht. Also dann die Vorstellung, dass man einen echten Bürgerkrieg hat. Fürs Spiel finde ich es aber gerade hart übertrieben. Aber na gut. Na gut, dann, naja, da gab es ja auch dieses, Yo, ciao. Boom. Oh mein Gott. Wer will noch eins? Ach so, der ist ja gar nicht down. Guck mal. Tja, wärst du mal liegen geblieben. Boing. Stift wieder auf. Unverwüstlich. Danke, Spider-Man. Hilf jetzt bei den anderen. Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius. Mach ich denn nochmal? Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallstufe. Mach ich denn nochmal die. Ich mach dir nochmal diese Stampfattacke, keine Ahnung. Können wir uns nicht alle mal zusammensetzen und darüber reden? Ich als möchte gern professioneller YouTuber kann das sehr gut. Okay, was passiert da gerade? Okay, der hat ein paar mehr Probleme als der Rest. Ich weiß nicht, was mit dem... Warte kurz, ich glaube, ich muss ihm mal eben helfen. Brauchst du Hilfe? Naja, oder auch nicht. Nein. Tschüss. Hör doch mal auf mich zu schießen. Okay. Ist doch in Ordnung. Pass auf. Schon wieder falsche. Wieder der falsche Knopf. Movesliste, danke. Sie führen mich da schon hin. Netzschlag. Gegner reißen. Klingt brutal. Netzangriff. Spinnrad. Please, 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 please. Von der Wandangriff. Yo, den habe ich letztens, beziehungsweise gestern einmal aus Versehen gemacht. Allerdings nicht meine Aufnahme. Der Netzscheißer. Mhm. Heilen. Ah, nee. Soweit.
kommt's noch? Vertikale. Kann ich hier Lufttricks? Ja, Lufttricks. Um die Ecke. Bla bla bla. Okay, pass auf. Da. Drücke beim Absprung von einem Gegner oder im Luftkampf. X und A gleichzeitig. Wo ist das denn? Da. Um mit explosiver Kraft auf den Boden aufzuschlagen. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, das war's. Sollte ich vielleicht doch mal öfter machen. Weiß schon, werden Leute auf mich schießen. Du willst doch an die Wand. Andy, bist du's? Aua. Boah! Nicht Kamera. Doch auf den Gebäuden oder was? Natürlich, ja. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Ein Dach sauber. Ah, ich glaube, ich bin für die epische Schlacht um das Fies bin ich ein bisschen zu spät. Dann kriegen halt Miles, Gimli Morales und Tante May, Legolas, okay, der war richtig schlecht, egal. Die ganzen Lorbeeren ab. Ey! Hauptziel anvisiert. Pazifizierung eingeleitet. An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Oh ja. Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Haben Leute, schon die ganze Zeit, keine Sorge. Ey! Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, nee. Irgendwer? Nee, klingt wieder so ein bisschen nach Galaktischem Imperium. Und die schießen schon wieder. Ja. Habt ihr diese kleinen Energiedinger extra für mich gebastelt? Ich bin geschmeichelt und entsetzt. Die kosten zwei. Ja, es sind einfach immer mehr. Es sind einfach immer mehr. Und alle gehen mir gleichzeitig auf den Keks. Boah, die können aber auch. Jetzt reicht's. Schau. Ernsthaft. Wird diesen Jedi Survivor Reflex mit dem Block ausgewählt? Das war nicht ganz richtig. Ciao. Wir sehen ihn doch mal an. Okay. Probleme. Hallo? Was sind denn das hier für Einstellungen? So viel zu Sables Flughundshow. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Ja, bitte. Die Strikers. Ah, Johnny Knoxville. Ciao. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Mach ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partner-Center in Harlem und May helfen. Wenn man das... Peter, oh. Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Nochmal Tempo geht nicht. Wenn doch auf dem Weg. Ja, ist ja in Ordnung. Ey! Ey! Verkehrskontrollpunkt sicher. Sucht nach Spider-Man. Ja, alles nicht, das ist Feuer. Finde ich in Ordnung. Sucht nach mir. Bitte. Das ist der Prio. Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang, der... MJ! Lass es!
Sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. May! May! War ja eigentlich nur eine Frage, dass er da an die Decke geht. Eine Frage der Zeit, meine ich. Vergiss erstmal die Hälfte des Satzes. Mia! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Wenn die jetzt runterfällt, dann, ne? Macht euch bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Nein! Wir haben dich. Wir haben dich. Ja, da sage ich jetzt mal nicht zu. Nimm noch die Kaffeemaschine mit. Dann hat die Mary Jane uns auch mal gerettet. Das heißt, es steht ungefähr 307-1. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Oh, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich. Wenn er nichts davon Alkohol hat, dann tschüss. Von jeder. Schlechtes Vorbild. Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich arrangiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Tia. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat er sich gerade ein kleines bisschen verplappert. Ja, aber eigentlich, mein Gott. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? So cool. Ben. Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. In die Traufe, abgeschlossen. Yeah. 5000 Punkte, ja, das ist nice. Hä? Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an.
Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Das zum einen und zwei. Wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Die Praktikanten sind krank. Das kenne ich doch irgendwoher. Warte. Okay, wer hat mich ja schon wieder im Visier? Mist. Habe ich denn jetzt alles? Ich glaube, ich habe soweit alles erledigt. Ich habe auch die ganzen Nebenmissionen einmal weggeschnubbelt. Ja, bis auf die Lager hier. Aber wie gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich kann auch nicht mehr. Es dauert einfach Ewigkeiten, die zu verprügeln. Ja, das ist ein richtiges Problem. Ja, der Rest ist eigentlich soweit erledigt. Und, ja. Diese ganzen Dämonenverbrechen, Sträflingsverbrechen und Sable-Verbrechen, die, boah, keine Ahnung, ob ich die noch mache. Aus purer Langeweile wahrscheinlich nicht. Ich werde erstmal schauen, dass ich hier die ganzen Hauptmissionen durchkriege. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich die DLCs einmal durchballern. Denn da gibt es ja auch noch ein paar. Der Raubopferfall, Revierkämpfe und Silver Lining. Wo man hoffentlich mal erfährt, ja, wo die eigentlich die ganze Zeit geblieben ist. Die gute, spannende Finale von Die Stadt, die niemand schläft, kehrt Silver Sable zurück, um ihren rechtmäßigen Besitz zurückzufordern. Das klingt allerdings komisch. Nennen wir es mal komisch. Wer ist er? Episode 2, Revierkämpfe. Ach so, die heißen... Ah, die Stadt, die niemand schläft, Episode 1 wäre... Ja, da wird die zweite Gehirnhälfte auch endlich mal wach. Missionsübersicht. Ich muss mal draufspüren und daraus finden, was er vorhat. Er hatte plus 5000 EP. Nice. Aber die ganzen Fähigkeiten habe ich meistens. Was passiert denn, wenn ich die ganzen Punkte freigeschaltet habe? Außer, dass ich hier damit angeben kann, dass ich alle Punkte habe. 45 ist also die letzte Stufe. Interessant. Ja. Sehr schön. Wahrscheinlich hat der Jameson noch irgendwas zu melden. Aber das passt mir gerade ganz gut in den Kram von der Zeit her und von den Missionen. Dann mache ich einen kurzen Cut. Cliffhanger mit Ankündigung. Gehört sich normalerweise nicht so. Aber dann schnappen wir uns den guten Otto in der nächsten Folge. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Weich noch ein paar Schüssen aus und sag mal bis später. Officer zur Zerschlagung eines Aufstands benötigt. Verfügbare Officer, bitte zum Theaterviertel. Ganz genau.